Und abermals willkommen zurück zu Let's Play Metroid Zero Mission. Ich befinde mich jetzt bereits im Gebiet von Ridley und ich habe auch schon den Wavebeam gefunden und ich verfüge über meine ersten Supermissiles, womit ich grüne Türen öffnen kann. Und hier unten im Gebiet von Ridley ist es natürlich mordsgefährlich, weil es hier teilweise Gegner gibt, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Ich habe aber zum Glück auch hier wieder einen weiteren Energietank gefunden. So, jetzt will ich nur gucken, ist hier was Wichtiges oder... Nee, eigentlich nicht. Komme ich nur von oben so hin und... Ja, okay, nee, das ist dann egal, da muss ich doch weiter rauf. Auf jeden Fall werden wir sehr, sehr bald gegen einen echt heftigen Gegner kämpfen. Deswegen ist es auch gut, dass ich schon so viele Missiles zur Verfügung habe. Wir sehen, hier gibt es auch wieder solche komischen Spezialblöcke. Das heißt, hier werde ich irgendwo ein drittes unbekanntes Objekt finden, was mein Anzug wieder mal nicht zuordnen können wird. So. Wartet mal, hier war doch irgendwo... Wenn man hier runterfallen kann, dann müsste man doch hier irgendwie... Ja! Genau. Moment. Okay, nee, das ist Fake Lava. Ach, verdammt. Nee, ich meine, das ist nicht Fake Lava, das ist... Die ist aber falsch. Ha! Und, Moment. Oh, scheiße. Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht sagen. Sorry. Irgendwas ist da doch aber. Da kann ich doch sicher noch irgendwas bekommen. Aber was? Stimmt wieder nur ein Missilcontainer, ein Supermissilcontainer wäre noch cool, weil nur zwei Stück ist sehr, sehr wenig. Das ist verdammt wenig. So. Nein, nein, nein! Haut ihr mal ab hier, ihr Stinker. Oh, Moment. Was war das gerade? Habt ihr das gesehen? Ich bin irgendwie... Cool. Ist ja geil, das wusste ich ja gar nicht. So, ist das hier jetzt wieder... Okay, das ist wieder echte Lava. Und das hier? Das ist falsch. Okay. Ah, und hier! Hier ist auch ein Missilcontainer versteckt. Na, immerhin. Besser als nix. Aber wie man immer auf sowas kommen soll, dass das gar nicht echt ist, ne? Oder dass man hier durch diese eine Röhre so durch kann, also... Hätte ich ja nicht gedacht. So. Okay. Zack, 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 zack. Hab doch keine Chance. Und hier ist noch ein Missilcontainer. Es wird ja immer besser. 125 Stück. Ich werde auch sehr viele von den Mini-Raketen brauchen. So, Moment mal. Da oben geht es ja auch wohin. Aber wo geht es dann dorthin? Moment mal. Hier... Aha, hier ist noch einer. Moment. Ich will erstmal wissen, warum man hier nochmal hin kann. Warum man hier rauf kann. Was das für einen Sinn hat. Hier oben ist doch sicher auch was versteckt. Ah, okay. Moment, hier brauche ich jetzt so eine... Zack! Supermissil und... Aha. Oh, okay. Supermissil-Container erhalten. Supermissil-Kapazität erweitert, aber einer versteckt. Geil. So, jetzt habe ich wenigstens vier davon und... Supermissils sind ja übrigens dreimal so stark wie normale Missiles. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, auf jeden Fall schon noch um einiges stärker als die gewöhnlichen Missiles. Das wären es ja keine Supermissils, nicht wahr? Nein, nein! Schön sprechen. Ach, verdammt, jetzt habe ich den nicht erwischt. Naja, den werde ich mal auf dem Rückweg holen. Ist jetzt nicht so schlimm. So, haben wir wieder dazwischen gespeichert. So. Könnte ich mich wieder auffüllen? Oh, es gibt mir noch eine Supermissil. Und, oh mein Gott, hier ist schon die... Hier ist schon die gefährliche Boss-Tür. Jetzt komme ich aber gar nicht mehr zurück, ne? Nicht wahr? Komm, ich will noch eine Supermissil haben. So, Moment. Und... Daneben. Hey. Du sollst mich nicht abballern. Na los, mach auf. So. Na komm schon. Zack. Hep. Und zack. Und tot. So. Ach, wenn ich wenigstens noch einen weiteren... Ja, jetzt habe ich wieder vier Supermissiles. Wunderbar. Okay, Freunde. Das heißt, es geht jetzt bereits zum Bossraum.
Mein Gott. Ridley? Moment mal, hier ist ja gar niemand. Hier ist niemand. Okay, dann gehe ich einfach weiter. Tuh. Oh, und hier? Genau. Unbekanntes Objekt. Fällt diesmal sogar unter Suit. Analyse ergebnislos. Objekt mit aktuellem Anzug inkompatibel. Das ist jetzt schon das dritte unbekannte Objekt. Was soll das eigentlich, fragt man sich natürlich. Aber das wird jetzt relativ spät im Spiel geklärt. Und jetzt kann ich auch diese Spezialblöcke hier zerstören. Und hier hinten ist sogar noch ein weiterer Energietank versteckt. Damit hat meine zweite Reihe begonnen. Richtig nice. Und jetzt sollte ich eigentlich keine allzu großen Probleme haben. Weil wenn ich jetzt wieder zurückgehe, dann wird er auftauchen. Dann kommt er. So, passt auf. Türen verriegelt. Und jetzt macht euch bereit. Oh mein Gott, es ist Ridley! Alter. So, gleich mal super süß. So. Ja, leider nicht so viele. Den besiegt man am besten einfach, indem man ihn ständig mit Missiles beballert. Er ist ja so gesehen, abgesehen von Mother Brain, der zweite Anführer der Weltraumpiraten. Und das Schlimmste ist, er war derjenige, der Samus' Eltern getötet hat. Deswegen kennen die sich eigentlich schon, aber da war Samus noch ein kleines Mädchen. Lol, da ist er jetzt schon rot. Und er ist schon down. Lol! Ridley ist bereits vernichtet, das war richtig easy. Und damit leuchten beide Steingesichter. So. Alter, was für ein epischer Schrei. Richtig geil. Gut, das war wirklich nicht schwer. Glücklicherweise, weil ich mir schon die Super Missiles auch reingeballert habe. So. Wunderbar. Das heißt, Ridley ist vernichtet. Das war wirklich ein kurzer Auftritt. Ich hätte mir das ein bisschen länger vorgestellt, aber... Warte mal, kann man hier... Ah, Moment mal. Hier kann man doch auch wohin. Was ist hier? Nothing, aber hier oben ist was. Sehe ich doch. Achso, nee, so komme ich einfach wieder zurück. Okay. So, damit wäre der zweite wichtige Hauptboss des Spiels erledigt. Bleibt ja eigentlich nur noch mein Mother Brain höchstpersönlich. Ja, also wie gesagt, wirklich sehr schwer war der Kampf jetzt nicht gegen Ridley. Ich würde trotzdem noch gern diesen einen Missilcontainer noch haben wollen. Da oben. Ja, da, aber den werde ich, glaube ich, nicht... ich weiß nicht, ob ich den noch bekommen kann. Es wäre blöd, wenn ich das nicht mehr könnte. Okay, muss ich garantiert wieder den Speedbooster aufladen. So, jetzt geht ihr erstmal hier drin alle sterben. Achso, okay, dann muss ich sowieso den Speedbooster durch. Okay, deswegen ist das hier auch so komisch ausgelegt. So, renn Samus! Okay, das ist wieder zu kurz, dann machen wir das anders. So, von hier. Und renn! Voll durch alle Gegner durchgerusht. Einfach nur geil. So. Also, es war wirklich ein sehr, sehr kurzer und doch relativ einfacher Kampf gegen Ridley, muss ich schon sagen. Und hier ist auch wieder irgendwo ein Item verborgen. Vielleicht kann ich auch hier wieder in irgendeine dieser Röhren rein. Hier irgendwo... Muss doch irgendwo... Irgendwo hier muss doch was sein, verdammt. Weil das wird mir hier nicht zum Spaß angezeigt, dass hier ein Item versteckt ist, nicht wahr? Oder ist das hier? Ah, hier ist was. Hier ist noch ein Energietank. Awesome. Super. Mehr, desto besser. So, und jetzt bin ich auch hier wieder zurück und wunderbar. So. Und jetzt... Naja, jetzt wieder zurück nach oben. Ja, natürlich. Eh klar. Jetzt nochmal hier alles wieder rauf, 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 rauf. Okay, jetzt will ich aber trotzdem noch probieren, dass ich mir noch einmal ganz rasch diesen einen Missilcontainer holen werde. Der lässt... Nein! Ach Mann, ey. Der lässt mir jetzt hier auch keine Ruhe, nicht? So, da geht mir nicht auf den Nerven, ihr Penner. So, ja, wird alles abgeballert hier. Alles wird abgeballert. Ja, ja. So, das war doch jetzt gleich hier drüben, ne? Also nicht hier, sondern... Ihr wisst schon.
hier. Ich bin doch einfach nur zu blöd gesprungen. Ich hatte leider dann ein bisschen Pech. So, komm, das muss doch jetzt aber funktionieren. Nein! Scheiße! Fick dich! Mann, da leck mich doch am Arsch! Nee! Nochmal mache ich das nicht! Vergesst es! Nochmal mache ich das jetzt aber sicher nicht! Nee, tut mir leid, also wenn das so dumm ist, wenn Samus wieder zu dumm zum Kacken ist, dann Pech gehabt. Das wird mir zu blöd, ne? Also wegen einem Missilcontainer, das ist es mir jetzt echt nicht wert, ja? Muss ich euch leider sagen, vor allem es ist ja kein 100% Run. Das war wieder unnötig! Das macht mich schon ein bisschen sauer. Ich meine, warum bist du nicht richtig gesprungen, Samus? Warum hast du dir nicht einfach diesen einen scheißen Dreck Missilcontainer geholt? Da hätte ich noch 5 extra haben können, aber nein. Es muss auch so reichen. Naja, Hauptsache ich kann jetzt hier diese Spezialblöcke zerstören. Also habe ich eigentlich ja schon. So. Gut, hier würde ich wieder zurückkommen, aber bringt mir das was? Nee, das bringt mir eigentlich gar nichts. Dumm. Sehr sogar. So, hier geht's weiter. Jetzt muss ich ja eigentlich wieder zurück nach Brinstar und von dort dann in das Gebiet gehen, dessen Eingang von diesen zwei Steinenköpfen ständig blockiert worden ist. So, ich kann das auch nochmal ganz kurz auf der Karte zeigen, wenn mich diese Viecher lassen würden. So. Und zwar, seht mal, wenn ich jetzt den Bereich ändere von Norfair auf Brinstar, dann sehen wir hier bei der Karte, dass hier zwei Flammen brennen. Eine grüne und eine violette. Die eine steht für Crates, dass der besiegt ist, und die andere für Ridley. Und da geht es dann eben in ein Gebiet namens Turian, und genau dort hält sich Motherbrain auf. Sollte eigentlich allgemein bekannt sein. Ist ja nichts Neues hier. So. Wunderbar. Hä? Achso, nee, passt schon. Hab mich jetzt nur ein bisschen verwirrt. So, Leute, dann geht's wieder zurück nach oben und jetzt müssten auch hier diese beiden Steingesichter wieder zerbröseln. Genau. So, und auch hier hinten ist wieder ein geheimer Weg. Ich nehme mal an, wieder zu einer Schutzstatue, oder? Ja, genau, und... Oh! Oh, na super! Die ist kaputt! Warum ist die kaputt? Wer hat die kaputt gemacht? Das ist nicht sehr nett, aber das kann man jetzt leider auch nicht mehr, das kann man leider nicht mehr kleben und... Moment mal. Hallo, kommen hier bitte nochmal die Blöcke wieder, oder was soll das jetzt? Hä? Moment mal. So, ich will wissen, ob hier nicht noch... Hier muss doch... Ah, Moment. Und Feuer! Und hier auch. Und Feuer! Ah, ach so. Okay. Da unten wäre jetzt eh nicht wirklich was gewesen, glaube ich. Hoffe ich. Jetzt bin ich wieder hier oben. So. War quasi eine Abkürzung. Speichern. Ja, warum nicht? Warum eigentlich nicht? So. Gut, jetzt war aber doch hier irgendwo. Das war... Ja, das war eh da oben. Da ist doch auch so eine grüne Tür. So, oh Mann, ey. Zack. Da will ich eigentlich unbedingt noch hin. Weil ich glaube, dass ich da sogar noch einen, bin mir jetzt aber nicht mehr ganz so sicher, einen Supermissil-Container noch bekommen kann. So, kommen wir heilen uns mal wieder komplett. 125 Missiles ist ja ganz nett, aber je mehr, desto besser, ne? Ist hier eigentlich irgendwas, das sieht immer so komisch aus, das was hier nebenan ist? Hier ist aber nichts. Hier ist nichts. Und hier? Hier ist auch nichts. Hm. Mächtig verdächtig. So, ach so. Ah, Moment mal. Und feuerfrei. So. Wow, das war fast ein bisschen zu hoch. Ja, das war leider ein Fitzelchen zu hoch. Ne, komm, das mache ich jetzt aber schon noch, ja, weil das geht doch nicht. Ja, das kann man doch so nicht lassen, ne? Also wenn schon, das, so viel Zeit muss noch sein. So, und schwuppdiwupp.
So, war das jetzt hier? Ja, von hier aus, genau, von hier aus weiter und dann mal durch die grüne Tür. Man muss unbedingt mal gucken, was da ist. Ich glaube, wie gesagt, dass es ein Supermissil-Container war. So, jetzt hier noch so ein blödes... Ein Lavaseepferdchen. So, und... Bam! So, hier bin ich aber sonst nie weitergekommen. Hier ist wieder so ein extrem heißer Bereich. So, Moment, ach so war das, okay. Zack, zack, zack. So. Man, kann man nicht irgendwie... Ah ja, genau, ich wollte schon sagen, kann man nicht irgendwie dieses komische Fieder einfrieren? So. Aufpassen. Und hier irgendwo ist jetzt aber ein Geheimnis oder keine Ahnung. Irgendwo muss hier doch was sein. Laut Karte ist hier oben. Hier oben ist das. Ein Missilcontainer. So. Ich glaube eben... Mann, oh, lass mich los hier. Ich bin dem einen nicht unweit von hier. War dann irgendwo noch was anderes? Oder war das hier? Ah ja, ich weiß, das war hier. So, wartet mal. Schön sprechen, ne? Seht mal hier oben. Den kriege ich jetzt aber nicht mehr. Habe ich schon wieder Mist gebaut. Das muss ich jetzt nochmal probieren. Und zwar muss man irgendwie versuchen, dass man... Moment, das lässt mir jetzt echt keine Ruhe. Achso, man muss das ja irgendwie... Das ist auch doof, ne? Also weil hier der Weg so komisch ist. Wartet mal, oder... Nee. Moment. Das muss ganz, ganz... Ganz, ganz schnell gehen irgendwie. Ha! Und erwischt! So, noch einen Supermissil-Container bekommen. Das war's mir wert. Das mit der Lava allerdings nicht! Aua, das tut weh, das ist heiß. Das ist heiße Scheiße. Heiße Lava. So, und jetzt nichts wie weg hier, aber wie gesagt, deswegen bin ich nochmal hierher. Wegen einem Missilcontainer und vor allem wegen einem Supermissilcontainer, den werde ich später noch gebrauchen können, vor allem im Kampf gegen Mother Brain, sind diese Dinger richtig praktisch. So, raus hier, Mann! So, Moment mal. Ich will doch eigentlich nach oben. So komme ich ja gar nicht. Mann! Udum! So, wo war denn das jetzt, was mich hier so komisch... Was mich da so hochgeschossen hat? Wo war denn das nochmal? War das nicht eh hier irgendwo? Ach, wisst ihr was, Freunde? Der Part ist eh schon lang. Ich glaube, ich mache doch hier unten mal Schluss. Ja, ich werde hier unten jetzt mal speichern. Dann mache ich mich im nächsten Part auf den Weg nach Turian. Das Finale rückt immer näher. Also, macht's gut, Freunde. Und wieder danke fürs Zugucken. Tschüss.